Wir können ja heute Abend noch mal reden. Kasim. Kasim guckt. Genau, oder auch nicht. Warum nicht? Was? Weil wir jetzt zusammenbleiben. Was? Weil ich heute Abend vielleicht nochmal mit dir reden will oder so. Nur so. Vielleicht mal gucken. Ha? Er zwinkert dir zu. Ich zwinke einfach mal zurück, weil ich keine Ahnung habe, warum die alle zwinkern. Deswegen mache ich das mal genauso wie der Rodrigo. Düna freut sich. Sein türkiser Bart geht nach oben und er sieht echt ein bisschen affig aus, aber. Ach nee, Moment, du bist ja farbenblind. Ah, er sieht aus wie immer. Ja. Ja, aber für alle anderen sieht das ziemlich affig aus. Im Er Laufe ist. der Zeit. Kasims Blick, wenn er Dynar anguckt, sagt auch so ein Affe. Das ist Also. Dynar, der sah schon immer affig aus. Richtig. Im Ja, Laufe der aber jetzt ist Zeit es noch schlimmer. kommt ihr, wie gesagt, in eine Region, die sehr sumpfig ist. Ihr habt über einen Pass habt ihr dann den ersten Berghamm erklommen, beziehungsweise seid dran vorbeigegangen. Und hier in diesen Talpässen sammelt sich einfach das Wasser, wenn es dann nach unten regnen sollte, was es dann ja normalerweise jeden Abend tut, sodass es dann hier in den Regionen immer sehr sumpfig ist, wenn das Wasser nicht abfließen kann, wenn es aus großen Mengen dann nach oben oder von oben nach unten kommt und über irgendwelche ja, Bergpässe dann ins Tal nach unten fließen könnte, also auf der anderen Seite dann und dann sich diese Bäche und Flüsse ergeben. So dass es, wie gesagt, sehr sumpfig ist und der Geruch, Gas, Sumpfgas, zumindest riecht es streng, wenn ihr hier in diese Region vordringt, der Boden immer wieder nachgibt, ihr auf eure Stiefel und eure Füße aufpassen müsst. Nach einiger Zeit wird sich, muss gerade gucken, wo ist er? Phaerion, derjenige, der im Krysia-Tempel so ein bisschen fliegen und gleiten gelernt hat, er wird sich dann aus einigen herumliegenden Stöckern und Ästen ein paar Skischuhe basteln und er wird dann auf der sumpfigen Oberfläche herumlaufen. Mit Skiern. Sehr praktisch. Alle anderen versinken immer und immer wieder. Am Abend, also kurz bevor ihr euch dann zurückzieht, kurz bevor es dann Regenfälle gibt, kann Geron mit dem exischen Bogen und einem Pfeil noch eine Antilope erlegen. Eine Wütagger-Antilope, wie er sie nennt. Und das Fleisch, was er dann aus dem Tier ausnimmt, ist unglaublich widerwärtig und ungenießbar. Es ist sehr zäh und schmeckt sehr streng. Also da hilft auch der beste Koch nicht. Vielleicht könnte Ragnar etwas zubereiten, aber der ist ja leider mit Krankheit dann zu Hause geblieben. Aber ja, ohne einen richtigen Koch. Ihr könnt gerne versuchen, wenn einer kochen hat von euch. Ich will jetzt hier keine Talentwerte hören, aber wenn einer meint, er darf kochen, könnt ihr versuchen, dieses Fleisch genießbarer zu bekommen. Möchte jemand kochen würfeln? Ich werde jetzt nicht, ich werde jetzt nicht Wenn sagen, ich. Myriel geht kochen. Das führt nur zu Katastrophen. Kann Kasim das? Kann Bascha das? Ich kann Weiß ich jetzt nicht auswendig. Ganz Aber bisschen. Rodrigo isst auch nicht. Aber vielleicht habe ich auch Glück. Also Also ich ich kann kann es einfach mal vermutlich versuchen. besser als der Rest mit 4, aber. Ja, Rodrigo wird sich jetzt zurückhalten und quasi gar nichts essen. Als Anführer muss man den anderen Leuten das wenige Fleisch, was man hat, übrig lassen. Und ohne ein einziges Knurren wird er sich dann ja zurückziehen. Beziehungsweise nicht zurückziehen, sondern einfach nur daneben sitzen, während ihr dann vor einem kleinen Lagerfeuer sitzt. Die wenigen Stöckchen, die ihr dann noch dazu geklaubt hattet, die dann noch ja nicht feucht genug waren, also rauchiges kleines Feuer, um dann diese Wütagger-Antilope dann zuzubereiten. Aber es schmeckt echt scheiße und zäh. Und es macht keinen Spaß, so ein Tier zu essen. Wie gesagt. Rodrigo, ihr müsst was essen. Muss ich nicht. Nein, ist schon in Ordnung. Esst ihr mal. Ja, wollt ihr vom Fleisch fallen? Ich falle nicht vom Fleisch. Reißt noch irgendwie ein Stück ab, wirkt das angewidert runter, hält ihr dann den Rest von der Keule, die ihr gerade in der Hand hat, entgegen? Ja. Nein, Ihr danke. könnt doch nicht einfach nichts essen. Doch, das geht ganz gut eigentlich, weil ich hatte noch eine Jaganuss mir besorgt gehabt und hatte die in dem Dorf gegessen gestern, weil ich nicht sicher war, ob die Sachen, die wir essen, vielleicht vergiftet waren. Und ja, Ja, deswegen das ist brauche ja ich jetzt schön, nicht viel. Leutnant. Ihr esst eine Jaganuss und wir kriegen keine. Und wenn es vergiftet ist, dann sterben wir alle, aber ihr nicht, oder wie? Dann rette ich euch. Ihr seid mir ein richtiger. Ihr der große Giftheiler.
Ja, das kann ich ja eben nicht, aber grundsätzlich kann ich ja trotzdem versuchen zu helfen. Ja, nein, also. Beim Thema. Also Beim ich bin Thema ja dafür. Ihr hättet euch in Boron ja auch Jagernüsse besorgen können. Ihr seid ja nicht unfähig, ihr habt nur nicht dran gedacht. Also wart ihr vielleicht doch unfähig, Also oder? ich finde das ja ganz schön egoistisch von euch. Ich bin dafür, wir bestimmen einen neuen Anführer. Ich bin für Es Myria. wird hier nicht bestimmt. Ich bin für Myria. Wenn ihr es nochmal sagt, muss ich euch leider Disziplinarmaßnahmen auferlegen, da das Meuterei ist. Okay. Überlegt euch das. Okay, gut. Das Beim geht Thema mir wieder. Giftteiler, Rodrigo, habt ihr mit Wascha gesprochen? Was soll ich mit ihrer Frau besprochen haben, worüber? Ihr Gespräch mit Ephordaios scheint sie ziemlich aus der Bahn geworfen zu haben. Okay, was ist denn da so passiert wohl? Hast du da eine grundsätzliche Idee? Und scheinbar hat er ihr klargemacht, wie gefährlich unsere Unternehmung eigentlich wirklich ist. Okay, als ich sie jetzt gerade kurz gesprochen hatte, schien sie mir. Nein, okay, das war heute Mittag, zur Siesta. Da schien sie mir in der Hinsicht noch okay zu sein, also ja. Ich werde einfach mal sehen. Ich drücke Rodrigo mal die Keule in die Hand. Auch Ich würde mal vielleicht so. aufpassen und mal einen Blick dafür haben. Vor allem du, Yalan, du kennst das Problem vielleicht. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte der Männer sich benimmt wie die letzten Verkiner, wenn sie Washa angucken. Ja, Schauen wir ich mal. spreche mal kurz mit ihr. Ich schaue mich mal um, wo denn Wascha und Dynarum sitzen. Ja, die Keule drücke ich ihr die nächstbesten in die Hand von wegen hier da was zu essen. Und Ich gebe möchte ich jetzt mir von auch euch hier erst was zu einmal essen. wissen, wo sitzt ihr denn? Und zwar klären wir die Qualität dieses Lagerplatzes. Ihr könnt euch auf der taktischen Karte dann gerne positionieren, wie ihr wollt. Allerdings gibt es die richtigen regeltechnischen Vor- und Nachteile nur, wenn ihr die Wildnislebenprobe absolviert. Und zwar könnt ihr euch natürlich aussuchen, wer von euch diese Wildnislebenprobe macht. Sie ist natürlich erschwert, wenn ihr die, beziehungsweise sie ist nicht erschwert, aber ihr bekommt dann durch eine Kulturkunde Erleichterung. Ihr kennt das Spiel, mithelfende Helden könnt ihr euch dann aussuchen. Wir brauchen jetzt erst einmal jemanden, der diesen Lagerplatz sucht. Und ich will hier wieder Ja. keine THW-Werte hören, sondern einfach nur, wer macht Brindigian. das? Brindigian, du Brindigian würde macht sich da das. direkt für anbieten. Ich meine, das ist ja sein Job, weswegen er hier bei ist. Und Wascha Da soll keiner dann was dort bitte dagegen bei hat. helfen. Gerne. So, das sind die Aussagen von Rodrigo. Kann Masiba das nicht? Nein, der ist NPC. Richtig. Also Matiba kann das und er hilft auch natürlich, aber er bringt jetzt keine regeltechnischen Wildnislebenprobewerte, bringt er nicht mit ein, aber er hilft natürlich. Also Brindidja macht das, Wascha hilft dabei. Und Genau. theoretisch ist es ja so, dass jeder Held theoretisch helfen könnte. Ich finde das aber sehr unsinnig, deswegen finde ich diese Aufteilung am besten, weil Brindidja ist unser Führer, Wascha ist unsere Hilfsführerin und deswegen sollen die beiden das machen. Und natürlich soll Masiba sozusagen sagen, nee, jetzt kurz mal anhalten, hier nicht lang gehen, sozusagen, dass sie sozusagen jetzt hier nicht auf das dämonisch verseuchte Territorium treten. Ja, Aber das ist ja etwas, was automatisch passiert, also genau, das sind die richtig. beiden Leute. Brindidja würfelt und Wascha hilft. Genau, also ich brauche jetzt eine Probe auf Wildnisleben. Geländekunde ist -3. Helden, die mitsuchen, ist aktuell einer. Ich gebe euch Marzipan auch nochmal mit ein, das ist nochmal -1. Das heißt, ihr seid aktuell bei -5. Ihr Nee, bekommt von minus mir. sechs. Scuffy hat ja auch Geländekunde. Nee, Ja. mithelfende Helden geben immer -1. Nee, finde ich Außer der nicht. Held Die hätte suchen passt Helden mit mit der der passenden Geländekunde Ach, minus richtig. zwei. Ja, genau. Ich war gerade bei Helden ohne die Kulturkunde. Sind -6 und +8 für Sumpf im Süden. Das heißt, ihr seid bei +2. Zwei. Genau, zwei Punkte Erschwernis auf Brindijans wildes Leben Probe, die da übrig sind. Ja, dann macht sich Brindisian auf den Weg, irgendwie was halbwegs Trockenes zu finden. Eine Wildnislebenprobe 2. Die muss jetzt würfeln in Fendigons und dann Ja, bin dabei. Magister, vielleicht finden wir hier etwas in der Nähe, wo man seine Angel auswerfen könnte. Das wäre ganz schön. Gut. Zwei Punkte sind über. Die Hälfte der THP Stern darf die Qualität bestimmen. Das ist Nee, also pro zwei volle ist das, ne? Ah, nee, Hälfte, okay. die aufgerundete Hälfte, also Also mit zwei Punkte. eins. Wieso? Drei Punkte übrig. Ja, und die Hälfte von Zusätzlicher ist eins. Modifikator. Probe ist. Fertigkeitspunkte 3.
Achso, ja, ich war eben gerade beim Modifikator. Nee, Entschuldigung, der Modifikator ist 2 plus. Ja, Entschuldigung, du hast recht. Also, eure Qualität ist 2. Wir schauen einfach mal auf dieses schöne Kärtchen hier. Ihr dürft euch jetzt aus diesem Ding 2 Sachen aussuchen. Einmal Bredigian und einmal Wascher. Guckt euch das gerne in Ruhe an. Windgeschützt oder nicht, wird dann eine Regenerationsmodifikation geben. Nahrungsversorgung braucht ihr nicht wirklich. Ihr hattet gerade was Essbares, aber die Qualität war halt schlecht. Jagdgebiet von Raubtieren. Also, das könntet ihr entfernen, dass hier keiner wilden Raubtiere rumlaufen. Wälder in der Nähe, das würde für Brennholz sorgen und für eine nicht so sehr kalte Nacht. Gerade für Leute mit ja, Kälteempfindlichkeit könnte das wichtig werden. Gewässer in der Nähe, natürlich ist es alles feucht, aber damit wäre trinkbares Wasser gemeint. Versteckt und blickgeschützt. Also wenn irgendwelche Feinde hier rumlaufen, Hexerin von Lycosa, Belhalla Hochgeweihte, Chimären, sowas eben. Individueller Schlafplatz ist egal, das macht dann jeder später selber. Gut zu verteidigen. Wenn ihr angegriffen werdet, habt ihr Modifikationen, kämpft von oben nach unten oder sowas. Feuchter Boden, den könntet ihr ausschalten, einfach dann liegt ihr nicht in der Grütze. Keine Ungeziefer, keine Insekten. Regengeschützt, Regen müsst ihr nicht, das nehme ich komplett raus, weil es regnet einmal nachts und das ist schon vorbei, dementsprechend ist egal, kriegt ihr automatisch von mir geschenkt. Ja, und der ebene Untergrund. Okay, also wir sind hier schon, also so Bäume sind hier sowieso nicht mehr, oder? Wir sind ja aus dem Also, Dschungel schon raus. guck dir die taktische Karte an. Du bekommst von mir keine wirklichen Wälder in der Nähe, sowas nicht, aber du bekommst Brennholz, was du dann sammeln kannst. Okay, nee, es geht mir darum, in den Bäumen schlafen ist heute nicht, Nein, ja? nein, 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 genau. Also kein Schlaf in den Bäumen, das geht nicht. Okay, dann halte ich mal den feuchten Boden aus. Okay, Wascher. Ja, ich auf jeden Fall, was alles, was Ungeziefer, Insekten und so angeht, ist ja eigentlich mein Spezialgebiet. Schade. Gut, kein Ungeziefer. Keine Borborat-Moskitos, ich finde das schade. Finde das cool, ich brauche meine AP. Gut, Borborat-Moskitos, gut. Dann ist euer Lager leider nicht windgeschützt. Es gibt außer dieser widerlichen Antilope leider nichts zu essen. Ihr wisst aufgrund der Spuren, dass hier das eine oder andere Krokodil auch umherläuft, beziehungsweise in den Gewässern herum liegt und auf Beute wartet. Es gibt kein Brennholz, das heißt, es wird sehr kalt. Gewässer ist zwar in der Nähe, aber das ist auf keinen Fall trinkbar. Es ist nicht eben, es ist nicht versteckt und es ist nicht gut zu verteidigen. Ja, und den individuellen Schlafplatz dürft jetzt jeder mit einer Und trinken haben wir eigenen auch nichts, außer dass uns eine Wasserschläuche was widerlich schmeckt. Wildnisleben für jeden selbst, mit der, für den individuellen Schlafplatz. Das heißt, das ist nochmal der Plus oder Minus 1. Erschwert um. Sumpf 8. Wenn du eine Wildnis, wenn du die Geländekunde hast, dann natürlich eine Minus 3 nochmal. Ja, ohne Erschwernis hätte ich es geschafft. Toll auch. Ihr liegt richtig schön in der Suppe. Nein, wir liegen nicht Ey, in der trocken ist Suppe. es. Wir liegen trocken, Entschuldigung. aber aus irgendeinem Ja. Grund liegen wir trotzdem voll scheiße. Schön mit dem Kopf nach unten, dass sich das Blut da drin sammelt. Die kalte Luft, die uns dann die ganz außer Wasser, Oh kriegen wir alle yeah. den kalten Zug ab. Richtig schön. Wascher liegt gut. Vielleicht will ja einer bei mir liegen. Wascher hat sich so das einzige Ich Plätzchen glaube, das wollen gesucht, alle was. Männer. La la la. Ja, siehst du mal. Wascher durfte sich jetzt erstes aussuchen. Wascher hat auch Okay. eine Probe plus 3 nur gemacht. Die, Ach in so, Wahrheit hat daran die liegt Nase das. im Ich habe hier auch Schlafplatz. die Geländekunde, Ja, aber du, Delina. die wirkt auch mit 3 Punkten nur, nicht mit Boah, sie hat 5. gesagt plus 3, hat er gesagt. Also habe ich eine plus 3 gewürfelt. Also eine Minus, also eine plus 8, minus 3 sind plus 5, aber Also hat sie die das Probe ist. auch nicht geschafft. Doch, sie hat es geschafft. Doch, weil der 6. Hallo, ich maximal habe 3 Sechsen sechs. gewürfelt. Oh Gott, das Okay. ist 6, 6. Die Aber Zahl ist bist aber kein folgende. Meister, der das irgendwie Aber mit den Brindigi hat sie Dreisechsen nicht gibt. geschafft. Brandijan hat es nicht geschafft. So. Ich wette, Dynar hat in Wahrheit den Schlafplatz gefunden und sie hat Also ihn ihm Wascher doch, ist abgekutscht. Wascher hat den einzigen guten Park Gibt Schlafplatz es da bei gefunden. euch was Schlimmes für, wenn man dreimal eine 6 würfelt? Nein, gibt's nicht. Hexe. Okay. Wenn er drei, der einfach 20, gibt's Nee, was ich hatte mal einen Schlimmes. Meister, der gesagt hat, bei 3x6 passiert was Dämonisches, weil es eben 666 ist. Ja, Nee, nee, kannst du das trotzdem Dämonische, haben. was passiert ist, dass du ab jetzt Garfi ausgesprochen wirst. Sag Also, aber ja. dreimal Dani. hintereinander Belhalla. Ihr habt jetzt jeder die Proben, ich muss das gleich nochmal zusammenwürfeln. Also Windgeschutz ist eine minus 1, Nahrungsversorgung ist eine minus 1, weil die ja nicht so. Ich muss da mal Wir werden hier nicht regenerieren, das reingucken. garantiere ich euch. Richtig. Jagdgebiet von Raubtieren, ihr werdet also in der Nacht schön, schön.
so kein Brennholz, dann dadurch, dass es ja mit der Kälte auch ein bisschen scheiße, kein Wasser, versteckt und Kälteresistenz. geschützt. So gut zu verteidigen. Feuchter Boden, ja, ihr könnt es einfach knicken. Also ihr habt keine Ungeziefer, die Borborad-Moskitos bleiben euch erspart, das ist ganz gut. Alles klar, dann jetzt die taktische Karte. Regeltechnisch haben wir es abgefrühstückt. Wo wollt ihr in der Nacht sitzen? Auf jeden Fall irgendwo Mittendrin, hier. erhöht. Also Ist mit mitten hier? im Wasser. Mitten im Wasser, genau. Ach, das ist Wasser. Ah, Ja, jetzt das habe ist ich's. Sumpf, Freundchen. Okay. Ist Das hier, mit hier das oben. hier. Ist hier. Du hast doch Ist schon hier gesagt, wir liegen in der oder Suppe. wo wir hier oben hingehen? Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Da gehen wir hier hin, hat er recht. Na, seid ihr hier, guck mal hier. Hier ist überall so ein kleiner Felsvorsprung. Da können vielleicht Ja, aber das Ruinen wäre gut schlecht zu verteidigen hochlaufen. und das haben wir Nee, nicht. also regeltechnisch ist das egal. Alter, die Höhlen sind nicht so gut, dass wir einen Bonus bekommen können, denn es Nee, sind nee, nee, Wege. da, es gibt kein Brennholz. Tut mir leid. Oh. Nein, kein Brennholz, kein Licht. Brindidlian, kannst du den Balsam gut? Ich glaube, wir müssen langsam mal hier Balsamkosten sparen plus astrale Regeneration, Meditation. Also, Sonst wollt ihr da rein? Die Karte ist ja, gereicht. ja, wollen wir. Gut, dann ziehen wir uns da einfach mal hin. Da muss ich die Scuffy darf sich Feuerbude den. kleiner machen. Schau dir mal an, wie Genau, groß das das Feuer ist. Feuer mache ich jetzt kleiner. Moment. Ich meine, das ist ja kein Feuer. Was mit Ja, mir? genau, den Genau. Steinkreis. Du darfst jetzt erstes aussuchen, wo du liegst. Oh. Zustand. Der Pader liegt im Change Wasser. Object, alles klar. Die Feuergrube, die kein Feuer hat, ist jetzt ein Objekt. Du kannst jetzt aussuchen, also weiß ich nicht, individueller Schlafplatz, vielleicht hier so neben dem Baum oder so, keine Ahnung. Alle anderen dürfen danach ziehen, meinetwegen. Ob ihr das mit einer Wildnislebenprobe entscheidet oder ja, nee, macht einfach, wie ihr euch hinsetzen wollt. Wie gesagt, die Karte ist gereicht, das heißt, ein Feld sind 1 Meter. Sagt ja schon, ich sitze neben Rodrigo. Und dann schaue ich mal, was ich jetzt habe. Ich habe Raubtiere. Ja, geht schön alle vom Eingang weg. Überlasst mich den Raubtieren, alles gut. Ungeziefer. Sind Bohrwürmer? Das sind keine Ungeziefer. Nee, das sind keine Insekten. Alles klar. Glaube nicht, dass Ohrwürmer echte Tiere sind. Bohrwürmer, die bohren sich in dein Fleisch rein. Das ist noch schlimmer. Ich will da raus. Ja, alles klar. Dann dürft Dann ihr dürfte ich. jetzt weiterspielen. Ja, wie gesagt, es hat schon geregnet. Es wird langsam dunkel. Es ist nass. Es ist kalt. Es stinkt nach diesem Sumpfgas, was neben euch, um euch herum immer so ein bisschen blubbert. Eure Kleidung ist ziemlich nass und verschlammt. Ja, die einzige Kleidung, die nicht nass und verschlammt ist, ist die von Fejarion, weil er mit Skiern gelaufen ist und weil er Skifahren konnte. Ja, da wird die Kleidung wohl Ah. wieder mal jetzt hier, wenn sich einige Stöcke besorgt, in den Boden reingerammt und die so weit mal gemacht, dass man eben sozusagen jetzt hier seine Kleidung daran aufhängen kann, dass man eben, ne, dass die Kleidung mal nachtrocknen kann. Hauswirtschaft erschwert um 3. Miriam, mach das mal. Miria würfelt je Zorn. Nein, ich bin mit meinen eigenen Sachen beschäftigt. Tut mir leid, ihr kennt das ja. Das ja. Und da kannst du Ich sehen, wie pack. sie sich kackfrech, nachdem sie ihre eigenen Sachen hingehängt hat, unterhält sie sich irgendwie mit Wascha gerade Ich über versuch mal die. Frauenkram. Ich will die 8 nachwürfen, wenn ich Glück habe. Marschieren wir doch erstmal zu den beiden hin. Mit Wascha wollte ich ja eh noch reden. Wascha zieht sich gerade ziemlich ungeniert aus und wickelt eine Wolldecke um sich herum. Ja. Uiui. Ja, mein Herr. Ich bin noch beschäftigt, tut mir leid. Ich sehe es, wie du beschäftigt bist. Anstatt anderen Leuten zu helfen. Kannst du mir die Decke nochmal halten, damit mich keiner sieht? Ich Ja, würde sie so natürlich. zur Seite nehmen und ihr so ein bisschen unter die Arme greifen. Danke. Ja, Jalan, du musst die Frau noch schon entschuldigen. Wir können ja hier nicht nackt rumrennen, oder? Ja, meine Kleidung stinkt da total. Das will ich ja auch nicht. Dann locke ich ja Raubtiere an und sowas. Ist gut, geh einfach. Ja, nee, ich bleib ja hier, bei Wascha. Ja, Ihr nimm könnt gerade eure die Kleidung ja selbst Wolldecke aufhängen. Ich runter. kann euch zeigen, wie das geht. Gar kein Problem. Miriam, treib Warum es ist. nicht auf die Warum hat er Spitze. das eigentlich Charisma 12?
Wir sind doch hier mitten im Dings in der Scheiße, kriegen doch Charisma minus XY. Charisma minus war für diese stinkende Anti-Insekten-Kiste. Ja, minus 4, genau. Hat der Grundcharisma 16? Nee, aber es hat doch keine mehr diese stinkende Insektenpaste übrig. Klingt ja nicht mehr. Du hast ja nie gesagt, dass wir das Zeug nicht mehr haben. Den hier zu haben, einfach da, es hat im Wasser geplanscht. Also müsste es jetzt ab sein. Ja, da wird er halt zerstochen, das ist auch okay. Hol ich die Bombe, das geht das wieder raus. Ja, du hast am Anfang des Abends gesagt, alle Sachen sind regeneriert und dass keine Mücken mehr da sind. Ja, richtig. Also in diesem Lager gibt es keine Mücken, weil hier in Zeltach überhaupt nichts war. Haben die denn auch die Charisma minus 4 nicht eingetragen oder hast du Charisma 18? Nee, sorry, das war falsch. Also, also ihr schafft es. Was denn hier los? Ja, alles gut, nichts ist passiert. Die haben es ja sowieso nicht geschafft. Ich erwarte von Jalan trotzdem noch eine Hauswirtschaftsprobe, ansonsten werden wir gucken, was das für Auswirkungen ist, wenn er weiter schlinken herumläuft. Ja, Moment, das ist Handwerk, ja. Wie gesagt, von Myria bekommst du heute keine. Das habe ich nicht. Ist das ein anderes Talent? Nein, das kann nicht sein. Hast du damals Ackerbau genommen? Ich habe damals Ackerbau genommen. Ich bin vom Land, okay? Wow. Ja, dann Etikette plus 10 oder sowas. Die Aktivierungs-SE dafür bekommen letztens. Du kannst auf Fingerfertigkeit würfeln. Oh ja, bitte. Ja, mach mal. Dreck. Na. Du hast sowieso 7 Punkte Basiserschwendung auf eine Attributsprobe und dann nochmal pro 3 Punkte, also nochmal 1, das heißt, du hast 8 Punkte erschwerte Fingerfertigkeitsprobe. Ganz einfach, Myria wird weiterhin sehr böse angestarrt, bis sie sich macht oder sich Myria schmeißt dann die Sachen, die du ihr dann gibst, auch irgendwann so ins Moos, hier irgendwo, wird schon trocknen und nickt dir dann zu, grinst, geht dann zu irgendwem anders. Du weißt es nicht besser, also wenn sie sagt, das wird schon passen, ja, wird wohl schon passen. Ja, wenn es nicht passt, wird sie das schon spüren. Gut, wo war ich? Also sie sind nicht aufgeregt, sie sind mitten ins nasse Sumpfgebiet gelegt. Wie gesagt, Hauswirtschaft nicht aktiviert, ich weiß einen Scheiß. Ja, ist okay, ihre Jetzt-Probe hat sie ja auch aktiviert. Gut, ja, bitte, spielt. Richtig, ich setze mich mal zu Wascher hin, ist Yunar da? Wenn du willst, dann ist er da und wenn du nicht willst, ist er nicht da. Nö, gut. So, Wascher. Habe ich das übrigens gerade gesehen, dass er seine Kleidung da irgendwo ins Wasser geworfen hat? Das war seine Knappe, aber ja, das hast du gesehen. Kurz irritiert noch da hingucken. Was, du hast auch gar keine Hauswirtschaftsprobe gemacht. Doch, ne? Achso. Ja, Hauswirtschaft ist schon dabei. Ich meine, unsere gesamte Kleidung stimmt. Nee. Liegt super da. Du hast auch THW1, ich wollte das auch nicht für Ahnung. Rodrigo ist der Einzige, ne? Nee, ich habe meine Probe nicht. Ich habe meine Probe auch verhauen im Zweifel. Achso, okay, gut. Also wir schmeißen. Ich habe sozusagen ja vor meinem Lager hier um mich herum habe ich ja sozusagen so Stöcke aufgespannt, habe da meine Kleidung drüber gegangen, das sieht auch alles super aus, und sobald ich mich umdrehe und irgendwann einschlafe oder so, dann knickt das einfach um und fällt in sich zusammen, nehme ich an. Und der Rest denkt sich, Myria weiß schon, was sie tut und schmeißt dann Zeug auch ins Moos. Wirklich, hallo? Also ich weiß zumindest, was ich tue, ich habe Hauswirtschaft 9, ich hab's nur einfach vergeigt. Jedenfalls, ein Gespräch mit der Verdauungs. Es scheint ja nicht sehr viel für euren Kampfgeist getan zu haben. Ich wollte eigentlich nur hier runter und jetzt darf ich quasi mit euch in den Tod, so wie es klingt. Das ist eben nicht so schön. Ich meine, wer hört schon gern, dass er nicht mal mit 2 Wochen zu leben hat. Nun, ich bin mir sicher, wir werden alle noch länger als 2 Wochen leben. Er hat nur übertrieben. Denn schließlich sind die Götter mit uns und wir verrichten ihr gerechtes Werk. Und er schnappt sich mal seine Axt, währenddessen die reden. Also ich verrichte hier gar nichts für irgendwelche Götter. Aber was genau macht ihr hier eigentlich? Ich blicke mal, schau mal kurz, ob ich Rodrigos Blick fangen kann. Oder ob überhaupt mitkriegt, worum es hier geht, ansonsten. Scheint nach Süden zu schauen. Nun, wir sind auf dem Weg in die Berge und suchen dort, etwas. Was denn? Einen Ort, von dem wir etwas mitholen sollen, was den Leuten von Hafax gehört. Und dieser Weg dorthin ist so gefährlich, dass ihr denkt, dass ihr dabei sterben könnt? Ich weiß nicht, wie lange ihr auf dieser Insel wart oder wie ihr
in das Lager im Dschungel gekommen seid mit den Hisinden-Geweihten. Aber der Tod wartet auf dieser Insel an jeder Ecke. Und die Afayas, wie sie sie hier nennen, tragen dazu noch kräftig bei, wie ihr gestern Abend erlebt habt. Aber Kasim hat sie doch ganz gut aus der Luft geholt und kaputt gemacht. Ja, und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er so etwas kann. Ich hoffe, wenn die Zeit kommt, kann er so etwas auch nochmal. Hey, Brandijan, was ist das da vorne? Meinst du? Naja, schau mal da. Brandijan schaut so nach hier Süden. Da hat er dieses Äffchen, Kaninchen. Ich glaube, das ist ein Affe, oder? Dann schaut er auch mal hin. Da. Irgendein kleines Tier, ja. Aber nur eins. Jedenfalls, die Männer erzählen es euch jetzt noch nicht unbedingt, aber spätestens, falls wir in einen richtigen Kampf verwickelt werden, werden sie sehr dankbar dafür sein, nicht von Porkwurm da drüben zusammengepflückt zu werden. Denn der... Was bei Praios? Der schneidet eher etwas ab, als dass er etwas wieder annäht. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich auch ganz gut, Wunden heilen kann oder... auch wenn einer von euch zum Beispiel gebissen wird. Ich meine, hier gibt es so viel giftiges Getier. Kann ich euch sicher gut helfen dabei, aber kämpfen kann ich nicht so richtig gut. Das musste ich auch nie. Macht doch nichts drum, das kann Rodrigo auch nicht. Trotzdem kommt er mit. Rodrigo? Der ist ein richtiger Berg. Jedenfalls haltet einfach den Kopf aufrecht und denkt daran, dass wir Praios gerechtes Werk vollrichten. Und der Rest wird schon vorangehen. Ja. Er erhebt sich dann. Für ihn ist die Sache geklärt. Nickt noch Dynar zu, der vermutlich, sobald er sich von Wascha entfernt, wieder gierig herbeigestapft kommt. Und begibt sich zurück zum Feuer. Um Myria erstmal nochmal eine Lektion über Respekt gegenüber den Vorgesetzten einzutrichtern. Rova schaut ja auch nachdenklich noch hinterher und. Jalan. Entschuldige, dass ich bei der Unterrichtsein unterbreche. Aber da vorne ist uns so ein Affenviech, keine Ahnung. Guck dir das mal an. Ich meine, Brindijan sagt auch schon, er weiß nicht genau, was ist. Das Viech hoppelt da vorne und wie rum. Kannst du mal deinen Bogen mitnehmen? Ja, natürlich. Dankeschön. Nehmen wir mal den Bogen in der einen Hand, drei Pfeile in der anderen. Und geh mal hinter Rodrigo her. Und komm mit. Oh, zeigt mal, was habt ihr denn da? Da hinten das? Ja, hier vorne, hier unten. Da unten, da siehst du? Das Ding, was hier hoppelt. Ein kleines Äffchen aus. Ich würde nicht unbedingt denken, dass es gefährlich ist, aber... Ja, nein. Ihr wisst schon, Maraskan und so. Schau mal genauer hin. Ich hab Sinnentafel 3, ich sehe das. Dann mach mal Tierkunde, keine Sinnschärfe. Oh, das dürft alle auf Tierkunde würfeln, wenn ihr euch dann darauf konzentriert. Ja, auf jeden Fall gerade. Ja. Oder schon seit einigen Minuten? Ja, ich weiß. So ein Äffchen oder so. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls. Hey, Geron, hast du Jagdfäule? Ja. Gib mir nochmal einen. Geron, komm nochmal her, schau dir mal an. Was ist das für ein Ding? Der nimmt einen seiner Kriegspfeile, legt ihn auf, gibt einen anderen an Jalan. Ist das jetzt ein Jagdpfeil? Weil Kriegspfeile habe ich selbst. Kriegspfeile, ja, genau. Nee, nehme ich einen von meinen. Ich muss ja seine nicht verschwenden. Lege mit ihm an, guck nochmal rüber, nicke ihm zu und dann wird geschossen. Okay. Während du anlegst, kann Potro hinter euch auf das Wasser zeigen. Deutet darauf, seht ihr das auch, das Blubbern? Initiative. Blub, blub, blub. Ich habe euch auf die Basis-Ini gelegt, Kasim bei der 8, jeder 1W6 zusätzlich und wir beginnen mit dem Kampf. 20. 8? Ich glaube, du bist bei der 8, ja. 10 Basis-Ini? Ich habe keine Behinderung. Und also, Basis-Ini von 10. Achso, dann bist du bei der 10 plus 1W6. Dann würfel mal schnell den W6.
Geh kurz strollen. Da kommt sofort der Accelerator, das ist glaube ich eine ganz gute Idee. Ja, dann ich den Accelerator kannst du ja erst würfeln, wenn du in der Initiative dran bist. Richtig. Können wir gleich abarbeiten. Sorry. Ja, gar kein Problem. Also Kasim ist bei der 10 plus 6. Dann bist du bei der 15 plus 5 sind 20. Gehst gleich hoch auf 35. Ja, aber erst wenn die ihre Zauberdauer hinter sich gebracht haben. Ich hab schon. Du hast schon? 11. Ach da, okay, ich sehe es, ja. Gut, dann bist du bei 11. Gut, Brindijan, 11, du bist dran. Brindijan läuft zu dem nächsten, ich glaube, Yalan ist das. Nächste Kämpfer. Komm ich da hin? Was sind das denn für Viecher? Den komme ich auf jeden Fall. Und dann stärke dich magisch.